3000 Meter. Carsten Schlangen, brillantes Solo bei den deutschen Meisterschaften des Berliners. Ohne jegliche Unterstützung, aber 0,87 Sekunden fehlten dann für die Qualifikation. Und aus DLV-Sicht entschied man sich dann auch unter anderem gegen ihn, weil man ihm 3x 3000 inklusive eben hier Vorlauf und dann auch mögliches Finale nicht zutraute. Corinna Harrer macht das, die werden wir auch noch erleben. Also der erste von zweien, die ersten vier. Und die vier Zeitbesten qualifizieren sich dann für das Finale über diese 3000 Meter. Florian Carvalho aus Frankreich. Das ist einer, die sich auf die 15 Runden machen wollen im Skandinavium. Dann Lander Tigat aus Belgien. Ein sehr guter 1500 Meter Läufer. Henrik Ingebrigtsen. Doch dabei war nicht ganz klar. Der Norweger mit schicker Brille. In der sicherlich hell erleuchteten Arena im Skandinavium. Strepkov aus der Ukraine. Also das erste Mal gehen wir hier im Skandinavium in die oder auf die längere Strecke. Kemboi Afrikan, Andrei Safronov, Adil Ujafif, Carlos Alonso, die weiteren Kandidaten für die 3 Kilometer. Also erstmal ein bisschen sortieren, einordnen, sich natürlich auch an die besonderen Umstände in dieser Halle gewöhnen. Zwei Jahren ja Mo Farah, ganz vorne der Doppel-Olympiasieger, nicht dabei in Göteborg. Damit kann er sich getrost zurücklehnen. Ja, zurück auf die Bahn zu den 3 Kilometer. 12 Runden sind es noch. 3 Kilometer nicht bei einer langen Laufeinheit im Training. Die können plötzlich ziemlich lang werden in einem Wettkampf. Aber das hier natürlich im Moment noch ein bisschen Vorgeplänkel. Ankan Fong. Aus der Türkei. Relativ entspanntes Tempo. Noch einmal. Die ersten vier kommen in die nächste Runde. Aus diesen beiden Zeitläufen. Es war 41:32. Das ist die Zeit für den ersten Kilometer im Vergleich bei den deutschen Meisterschaften. Carsten Schlangen sagt dabei 2 Minuten 43. Also ein bisschen flotter geht es hier durchaus schon zu. Alle waren noch recht entspannt beisammen. Weiterhin ein Türke, der das Tempo bestimmt. Olat Kemboi Arikan. Und sicher nicht in der Türkei geboren. Vor dem. Und um das mal so zu formulieren, deshalb kann oder konnte für einen kurzen Augenblick unsere Zentrale die Bilder aus Göteborg nicht empfangen und auch nicht weitergeben. Aber jetzt sind wir wieder auf
dem technischen Stand, den Sie von uns gewohnt sind. Ja, verpasst haben wir natürlich eigentlich den Zieleinlauf von Sharon O'Leonard. Zählte durchaus in diesem Rennen und auch über die 3000 Meter, obwohl er von den 1500 kommt, zu einem der Favoriten. 7:55:12 seine Zeit vor Florian Cavallo aus Frankreich und Bolat Kemboi Arikan. Das sind die ersten drei über die 3000 Meter. Ein interessanter Mann, lebt seit Jahren in den USA. Zuerst an der Universität von Oder, ganz genau, Olinord.